wieder zurück in der Vorlesung Allgemeines Linearsmodell. Und bevor wir anfangen, wollte ich Sie zunächst mal darüber informieren, dass ich also das Skript vom letzten Jahr jetzt vollständig überarbeitet habe und auch noch einen Abschnitt zur Kovarianzanalyse eingefügt habe, der bisher fehlte. Und sofern Sie das zum Lernen vorbereiten auf die Klausur verwenden wollen, können Sie das also jetzt von der Webseite runterladen. Und dann habe ich hier nochmal angeschrieben, für die, die es interessiert, wie man also griechische Buchstaben in LaTeX darstellt. Wir hatten letzte Woche ja darüber geredet, das hier ist ein großes Psi und das ist ein kleines Psi. Und in LaTeX ist das sehr einfach, man muss immer nur Backslash und dann den Namen des Buchstabens schreiben. Und wenn man den Buchstaben groß schreibt, dann wird es ein großer griechischer Buchstabe. Wenn man es klein schreibt, wird es ein kleiner griechischer Buchstabe. Und dann ist interessant, weil für manche griechische Buchstaben, zumindest die kleinen Buchstaben, gibt es irgendwie noch so Varianten. Also das hier ist ein Phi und das ist auch ein Phi. Und wir benutzen das hier zum Beispiel zur Bezeichnung eines statistischen Tests. Und das hier wird manchmal benutzt, um die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion der Standardnormalverteilung zu bezeichnen. Da muss man dann in LaTeX den Code backslash var phi, wobei var halt für Variante steht, nehme ich an. Und dann dasselbe gibt es auch für das Theta zum Beispiel. Das ist ein großes Theta, das ist ein kleines Theta und das ist die Variante von einem Theta, die man, glaube ich, auch im Physikunterricht manchmal benutzt hat. Und normalerweise sind eigentlich die kanonischen Buchstaben irgendwie beliebter, aber es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel beim Epsilon ist es so, dass das kleine Epsilon so ein bisschen wie so ein Element von Symbol aussieht, wie aus der Mengenlehre. Und deshalb wird da normalerweise die Variante bevorzugt, die also hier var epsilon heißt. Gut, das ist jetzt aber nur ein kleiner Exkurs gewesen. Wenn Sie dazu keine Fragen haben. Ja, gibt Fragen. Nein, das ist keine Frage, aber ich würde es gerne mal abschreiben. Ach so. Sehr gut. Okay, dann kann ich ja trotzdem schon mal anfangen. Also heute ist das Thema dann zweifaktorielle Varianzanalyse. Und zweifaktorielle Varianzanalyse bedeutet, dass wir wieder Varianzanalyse machen. Das heißt, die Datenpunkte, die wir erhoben haben, zerfallen in Kategorien. Aber jetzt ist das zweifaktoriell und das bedeutet, dass wir eben die Datenpunkte entlang von zwei kategorischen Dimensionen einteilen. Also beispielsweise junge, alte Probanden, oder Psychologie versus Medizinstudenten, Männer, Frauen, alle Variablen, die also diskret sind und für die zwei oder mehr Stufen denkbar sind. Gut, Sie kennen das bereits, das ist also die Gliederung hier. Wir werden zunächst das Anwendungsszenario diskutieren, dann aufbauend auf der allgemeinen Theorie Modellformulierung und Modellschätzung herleiten. Und dann haben wir zum Schluss einen Abschnitt, in dem wir Modellevaluation betreiben, das heißt das konkrete inferenzstatistische Verfahren für die zweifaktorielle Varianzanalyse. Gut. Zweifaktorielle Varianzanalyse wird im Englischen auch bezeichnet als Two-Way Analysis of Variance. Analysis of Variance heißt Varianzanalyse und Two-Way soll also andeuten, dass es so entlang zweier Dimensionen gemacht wird. Es gibt auch Three-Way oder N-Way Analysis of Variance für also noch mehr faktorielle Varianzanalysen. Gut. Und was bedeutet zweifaktorielle Varianzanalyse? Zweifaktorielle Varianzanalyse bedeutet, dass wir eine unabhängige Variable haben, die wir an experimentellen Einheiten bestimmt haben, die zufällig irgendwelchen Gruppen zugeordnet wurden. Wir haben zwei unabhängige Variablen, die diskret sind, also nur eine endliche Anzahl von Werten annehmen und die dabei mindestens zweistufig sind. Also eine einstufige diskrete Variable wäre keine Variable, weil sie sich ja nicht, also weil sie nicht variiert. Und diese unabhängigen Variablen müssen also mindestens zweistufig sein. Die unabhängigen Variablen werden dann Faktoren genannt. Und die Stufen der Faktoren werden auch als Level der Faktoren oder Faktor-Level bezeichnet. Dabei ist es so, dass jedes Level eines Faktors
mit jedem Level des anderen Faktors kombiniert wird. Ja, das nennt man dann ein vollständig gekreuztes Design. Das heißt, wir betrachten also alle möglichen Kombinationen von Level des einen Faktors und Leveln des anderen Faktors. Die Kombination zweier Level dieser beiden Faktoren wird dann eine Zelle des Designs genannt und wir werden die hier auch als Gruppen bezeichnen, weil wir hier in einem Between-Subject-Kontext sind, wo diese Faktoren in der Regel Between-Subject-Faktoren sind, das heißt, das sind Unterschiede zwischen Probanden. Und das heißt also, jeder Teilnehmer der Studie würde nur in einer dieser Gruppen vorkommen oder anders gesagt in einer Zelle des Designs. So, hier ist noch ein bisschen was zur Terminologie. Also man bezeichnet solche zweifaktoriellen und mehrfaktoriellen Varianzanalysen typischerweise anhand der Anzahl, der Level, der Faktoren, die involviert sind. Das heißt, eine 2x2 ANOVA wäre eine zweifaktorielle Varianzanalyse, wobei beide Faktoren zwei Level haben. 2x3 ANOVA, da haben wir einmal 2 Level und einmal 3 Level. 4x2 ANOVA, einmal 4 Level, einmal 2 Level und so weiter. Generell sind 2x2 Designs sehr verbreitet, weil man dann zwei Faktoren hat, für die es jeweils nur zwei unterschiedliche Werte gibt. Und wir werden uns auch in dieser Vorlesung auf diesen Fall, also 2x2 Varianzanalyse, beschränken. Das könnte man jetzt als Einschränkung sehen, weil wir nur einen sehr speziellen Spezialfall der zwei- und mehrfaktoriellen Varianzanalyse betrachten. Allerdings ist es so bei der Varianzanalyse, also alles, was dann darüber hinausgeht, ist trivial und lässt sich leicht generalisieren. Und uns geht es hier hauptsächlich darum, die Konzepte zu verstehen, und das funktioniert auch mit der 2x2 Varianzanalyse. Gut. So sieht das dann aus, wenn man das so konzeptuell darstellt. Wir haben also hier einen Faktor A, der hat zwei Level, und einen Faktor B, der hat zwei Level, und die einzelnen Zellen des Designs werden dann manchmal so bezeichnet, dass man halt den Namen des Faktors mit dem Level verbindet und das für beide Faktoren tut. Also die Zellen würden hier jetzt A1B1, A1B2, A2B1 und A2B2 heißen. Was die Datennotation betrifft, verwenden wir hier diese Notation. Das heißt, wir bezeichnen Datenpunkte oder Zufallsvariablen, die Datenpunkte modellieren, als Y. Und jedes Y hat dann drei Indizes. Der erste Index kodiert das Level von Faktor A, der zweite Index kodiert das Level von Faktor B und der dritte Index gibt den Index der experimentellen Einheit innerhalb einer Zelle bzw. Gruppe an. Ja, also Y113 wäre der dritte Teilnehmer hier in Zelle 1.1 und Y213 wäre beispielsweise der dritte Teilnehmer in der Zelle, die zu Faktor A Level 2 und Faktor B Level 1 gehört. Also ist, denke ich, sehr leicht verständlich. Allgemein YIJK bezeichnet die Karte experimentelle Einheit in der Gruppe IJ. Gut. Und in unserem Fall wird es eben so sein, dass wir immer vier Gruppen haben, weil wir 2x2 Designs betrachten. Okay, jetzt hatten wir letzte Woche über die einfaktorielle Varianzanalyse gesprochen und in der einfaktoriellen Varianzanalyse gibt es gewissermaßen nur eine Art von Effekt, nämlich einen Haupteffekt. Das heißt, ob sich die Gruppenmittelwerte zwischen den Kategorien, die den Faktorleveln entsprechen, unterscheiden. Ja? Wenn man jetzt zu zwei- und mehrfaktoriellen Varianzanalysen übergibt, gibt es noch weitere Arten von Effekten, speziell Interaktionen. Wir haben also Haupteffekte und Interaktionseffekte oder auf Englisch Main Effects und Interactions. Von dem Vorliegen eines Haupteffekts von Faktor A würde man sprechen, wenn sich die Gruppenmittelwerte von Level 1 und Level 2 von Faktor A unterscheiden, und zwar gemittelt über die Level des anderen Faktors, also über Level 1 und Level 2 von Faktor B. Entsprechend gilt, dass ein Haupteffekt von Faktor B vorliegt, wenn sich die Gruppenmittelwerte zwischen Level 1 und Level 2 von Faktor B unterscheiden, und zwar gemittelt über die Level des jeweils anderen Faktors, das heißt
über die Level 1 und Level 2 von Faktor A. So, was ist jetzt eine Interaktion? Interaktion betrifft immer mindestens zwei Faktoren. Und intuitiv würde man hier von einer Interaktion der Faktoren A und B sprechen, wenn der Unterschied der Gruppenmittelwerte zwischen Faktor A Level 1 und 2 sich ändert, je nachdem, ob man gerade in Faktor B Level 1 oder 2 ist. Oder andersrum ausgedrückt, wenn sich der Unterschied der Gruppenmittelwerte zwischen Faktor B Level 1 und 2 ändert, je nachdem, ob man gerade in Faktor A Level 1 oder Faktor A Level 2 ist. Ja? Das heißt also, der Unterschied zwischen den Faktorleveln hängt hier dabei von den Leveln des anderen Faktors ab. Das ist das, was wir eine Interaktion nennen. Man kann das auch anders ausdrücken, indem man sagt, Haupteffekte beziehen sich auf marginale Unterschiede. Marginal deshalb, weil wir über die Level des jeweils anderen Faktors mitteln. Und Interaktionen beziehen sich auf Unterschiede von Unterschieden. Also man betrachtet zum Beispiel den Unterschied zwischen A1, A2 und den Unterschied davon zwischen B1 und B2. Ja? Wenn solche Effekte vorliegen, Haupteffekte oder Interaktionseffekte, dann, also wenn ein Interaktionseffekt vorliegt, dann bedeutet das, dass sich die Gruppenmittelwerte zwischen den Leveln eines experimentellen Faktors in Abhängigkeit von den Leveln des anderen Faktors unterscheiden. Wir wissen damit noch nicht, warum das so ist. Ja? Also eine Interaktion ist erstmal nur ein Muster in den Daten und da ist es noch keine wissenschaftliche Theorie, die dann erklärt, warum es zu dieser Interaktion der beiden Faktoren kommt. Gut, das ist das Anwendungsszenario und unser Anwendungsbeispiel sieht dann so aus. Wir betrachten hier als unabhängige Variable BDI Differenzwerte, das heißt wie immer Differenzen von BDI-Werten vor und nach der Psychotherapie. Und unsere beiden Faktoren hier sind jetzt Therapie-Setting, das heißt, die Therapie wird entweder face-to-face, also in Präsenz durchgeführt, oder die Therapie wird online durchgeführt, also übers Internet. Und der zweite Faktor ist Therapieform, das ist also die Art der angewendeten Psychotherapie. CBT steht hier für Cognitive Behavioral Therapy, also kognitive Verhaltenstherapie, und M steht für Mindfulness, würde also bedeuten, dass man irgendwelche mentalen Techniken der CBT anwendet. Und E steht für Exercise, würde also bedeuten, dass man körperliche oder sportliche Methoden der Psychotherapie einsetzt. Das ist hier auch nochmal durch diese kleinen Thumbnails visualisiert. Mindfulness, Exercise. Ja. Okay, in diesem Anwendungsbeispiel haben wir also zwei Faktoren. Setting mit den Leveln Face-to-Face und Online. Variante oder Therapieform mit den Leveln Mindfulness und Exercise. Und das bedeutet, dass wir vier Zellen des Designs haben, weil es eine 2x2 ANOVA ist. Und in unserem Fall, in unserem Beispieldatensatz, sollen jetzt in jeder Gruppe 12 Probanden oder 12 Patienten sein, sodass wir also insgesamt 48 Datenpunkte in dieser Analyse haben. 2 mal 2 mal 12 ist gleich 48. Gut, wir führen jetzt eine 2x2 Varianzanalyse durch, das heißt, wir wollen wissen, gibt es empirische Evidenz für einen Haupteffekt von Therapiesetting, gibt es empirische Evidenz für einen Haupteffekt von Therapieform und gibt es empirische Evidenz für eine Interaktion dieser beiden Faktoren. Also beispielsweise könnte es sein, dass sich die Therapieform Mindfulness versus Exercise anders auswirkt, je nachdem, ob die Therapie in Präsenz oder übers Internet ist. Das wäre dann ein Interaktionseffekt. Okay, das hier ist jetzt der Beispieldatensatz. Wir haben also zwei Spalten, die unseren Faktoren entsprechen, Setting und Variant. Die sind hier kodiert mit Face-to-Face, Online, Mindfulness Exercise und wir haben dann eine Spalte, in der der Delta-BDI-Wert für alle Teilnehmer der Studie gelistet ist. Das sind jetzt hier jeweils nur die ersten vier Patienten jeder Gruppe des Designs, wie Sie sehen.
So, es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten, so einen Datensatz aus der zweifaktoriellen Varianzanalyse darzustellen. Wir haben letzte Woche bereits Boxplots und Balkendiagramm besprochen. Heute gucken wir uns noch an, wie man ein Liniendiagramm zur Darstellung einer 2x2 ANOVA verwenden kann. Also hier haben wir zunächst mal den Boxplot und jetzt haben wir natürlich hier vier Boxen, weil wir haben ja vier Gruppen in unserer Varianzanalyse. Und was man hier bereits sieht, sowohl anhand der Mediane als auch anhand der Boxen, die ja den Interquartilabstand angeben, ist, dass offenbar die Datenpunkte für die Exercise-Gruppe höher liegen als die Datenpunkte für die Mindfulness-Gruppe. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass es hier einen vermutlichen Haupteffekt von Therapieformen gibt. Weiterhin sehen wir, dass die Fehlerbalken hier nicht notwendigerweise symmetrisch sind an diesen Boxplots. Das ist ein Hinweis darauf, dass R hier nicht nur diese Konvention Whisker ist gleich 1,5 mal Interquartilabstand verwendet, sondern dass es die auch kürzer macht, wenn beispielsweise in dem Bereich gar keine Datenpunkte mehr liegen und dass sie dann nur bis zum höchsten Datenpunkt gehen. Gut, Balkendiagramm würde so aussehen, also die Balken entsprechen den Stichprobenmittelwerten, die Höhe der Balken entspricht den Stichprobenmittelwerten und die Fehlerbalken entsprechen den Stichprobenstandardabweichungen. Okay, das ist jetzt hier ein Liniendiagramm und um Ergebnisse aus einer zweifaktoriellen Varianzanalyse in ein Liniendiagramm darzustellen, geht man wie folgt vor. Man visualisiert den einen Faktor auf der X-Achse, das heißt, Sie sehen, dass hier die Level von Therapieform auf der X-Achse abgetragen sind und den anderen Faktor visualisiert man durch unterschiedliche Linienfarben oder Linientypen, die dann auch auf die Mittelwerte und Standardabweichungen angewendet sind. So, und an so einem Liniendiagramm kann man sehr schön ablesen, welches Datenmuster in den Daten drinsteckt. Ja? Wir sehen hier beispielsweise schon mal, dass die Delta-BDI-Werte für die Exercise-Gruppe höher sind, und zwar für beide Level des jeweils anderen Faktors. Das ist also ein Hinweis auf einen Haupteffekt von Therapieform. Wir sehen des Weiteren, dass die beiden Linien, die graue und die schwarze Linie, hier nahezu aufeinander liegen. Das ist also ein Hinweis darauf, dass es vermutlich keinen Effekt von Therapie-Setting gibt. Denn sonst würde eine Linie gegenüber der anderen versetzt sein. Und wir sehen weiterhin, dass die beiden Linien in etwa parallel sind. Und wenn die Linien in etwa parallel sind, spricht das dafür, dass es hier keine Interaktion gibt. Also ein Interaktionseffekt lässt sich oft daran erkennen, dass diese Linien nicht parallel sind. Das werden wir auch später in der Modellformulierung bei den Parameterbeispielen noch sehen. Gut, gibt es bis hierhin Fragen? Ja. Also die Frage hatte ich gestern schon im Seminar gestellt, aber wollte ich nochmal hören, ob Sie da eine andere Begründung für haben. Und zwar, inwieweit es sinnvoll ist, Mittelwerte von den Differenzen in diesem Fall als Balkendiagramm darzustellen, weil ja praktisch nur durch die Höhe ein Wert dargestellt wird und ich dann das in dem Vergleich zu Histogrammen sehe, wo Häufigkeiten dargestellt werden. Ja, Sie sprechen da ein Problem von Balkendiagrammen an, nämlich, dass Balkendiagramme ja eigentlich dazu gedacht sind, dass die Höhe oder die Fläche, die dem Balken entspricht, das daran sozusagen abgelesen kann. Also, dass da so eine Proportionalität hergestellt wird zu der Variable, die man wissen will. Ja? Also, deshalb ist es auch oft, nehmen wir mal an, das hier ist ein Balkendiagramm, Und das beginnt bei 0 und dann sind das zwei Balken und die Fläche dieser Balken würde sozusagen der Größe entsprechen, die man hier repräsentieren will. Und deshalb wird es oft für Balkendiagramme gesagt, dass es, ich will nicht sagen falsch, aber
Bad Scientific Practice ist, wenn man die bei, sagen wir mal, 100 beginnen lässt. Ja? Weil dann entspricht nämlich die Höhe der Balken nicht mehr der Größe, also der, ja, der Größe, die man repräsentieren will. Ich finde es ein bisschen streng, weil es ist sehr oft kontextabhängig. Also man kann sich auch Fälle denken, wo es plausibel ist, Balken nicht bei 0 beginnen zu lassen, Beispiel Temperatur. Aber Ihre Frage ist noch ein bisschen spezieller, weil Sie darauf hinaus wollen, inwiefern ergibt es Sinn, Differenzwerte mit Balkendiagrammen darzustellen? In diesem Fall ist es ja wirklich der Mittelwert, also ein berechneter Wert. Ja. Und hierfür, also das heißt, da kumuliert sich ja irgendwie nichts, dass wir sagen, wir summieren das und deswegen kommen wir mit den Balken immer höher. Ja, ja. Also Balkendiagramme kann man natürlich nicht nur für Histogramme verwenden. Ja? Also es ergibt auch für andere Darstellungen Sinn. Ich würde sagen, hier ist es so, dass die Größe, die wir repräsentieren wollen, Verminderung der Symptomstärke ist. Und da gibt es, also könnte man durchaus sagen, es ergibt Sinn, die mit einem Balken darzustellen, weil wenn der Balken quasi nur so ist, dann wissen wir, das ist nahe bei 0. Und wenn der Balken so ist, dann wissen wir, das ist viel. Jetzt ist es so, wie Sie sagen, und das stimmt, dass wir natürlich damit nur den mittleren, die mittlere Symptomveränderung in der Gruppe bezeichnen. Ja, das stimmt. So ein Balkendiagramm ist nie wirklich eine Visualisierung der Verteilung, in dem Sinne, dass wir da alle Probanden zeigen. Aber da sich unsere Inferenzstatistik ja häufig auf die Mittelwerte bezieht, könnte man schon sagen, dass das im Hinblick auf die Hypothesen, die man dann testet, eine sinnvolle Darstellung ist. Was man natürlich machen kann, ist, dass man ein Balkendiagramm, also das sieht man jetzt auch immer häufiger, dass man ein Balkendiagramm mit Fehlerbalken darstellt und dass man dann zusätzlich, so wie in einem Violinplot, man das ja machen kann, die Datenpunkte noch visualisiert. Das ist ja nicht verboten. Ja? Also man muss dann darauf achten, dass das irgendwie noch anschaulich ist und nicht verwirrend aussieht, aber in der Regel sollte es dann so sein, dass sich halt die Datenpunkte um den Mittelwert clustern. Und je weiter man sich davon entfernt, desto seltener werden. Okay, perfekt. Ja. Mhm. Gut, dann kommen wir zur Modellformulierung. Und in der Modellformulierung unterscheiden wir zwei Modelle der zweifaktoriellen Varianzanalyse, nämlich das Modell der additiven ZVA und das Modell der ZVA mit Interaktion. Wobei wir sehen werden, dass das Modell mit Interaktion auch das Modell der additiven zweifachen zweifaktoriellen Varianzanalyse mit enthält. Ja, also das Modell mit Interaktion geht also über das additive Modell hinaus. Wir betrachten aber zunächst nur das additive Modell ohne Interaktion, um uns dem schrittweise anzunähern. Also es ist hier analog zur einfaktoriellen Varianzanalyse. Das heißt, wir wollen die Mittelwerte der einzelnen Gruppen zerlegen in andere Parameter. Ja? Wir hatten also dafür letzte Woche den gruppenübergreifenden Erwartungswertparameter μ0 und dann den Effektparameter, der die Abweichung von diesem gruppenübergreifenden Erwartungswert repräsentiert hat. Und hier geht man also ähnlich vor, nur dass man jetzt Effektparameter für beide Faktoren braucht. Wir wählen also einen gruppenübergreifenden Erwartungswertparameter μ0 und wir wählen zusätzlich Effektparameter Alpha I und Beta J, wobei Alpha I den Effekt von Level I von Faktor A und Beta J den Effekt von Level J von Faktor B bezeichnet. Beta J ist jetzt hier an dieser Stelle also nicht der J-te Eintrag des Beta-Parameter-Vektors. Ja, ist jetzt ein bisschen irritierend, weil wir haben Beta J, aber Beta J ist nicht der J-te Eintrag von Beta, sondern Beta J ist jetzt hier der Effektparameter für den Faktor B. So, wir bezeichnen des Weiteren die Gesamtanzahl der Levels der Faktoren mit Groß I und Groß J und das ist in diesem Fall beides 2, weil wir eine 2x2 Varianzanalyse betrachten. So, dann ergeben sich die folgenden gruppenspezifischen Mittelwerte. μ1,1 ist gleich μ0 plus Alpha 1 plus Beta 1 und so weiter für die anderen.
Jetzt sehen wir wieder, dass dieses Modell überparametrisiert ist. Ja? Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Gruppenerwartungswerte IJ, μ IJ, und wir haben aber 5 Parameter, nämlich μ0, Alpha 1, Alpha 2, Beta 1 und Beta 2. Das heißt, unser Modell ist überparametrisiert und wir müssen diese Überparametrisierung wieder reduzieren. Und das tun wir, indem wir Alpha 1 und Beta 1 auf 0 setzen. Das heißt, die Effektparameter, die zu dem jeweils ersten Level eines Faktors gehören, werden auf 0 gesetzt. Daraus folgt dann, dass die Faktor-Level-Kombination oder Zelle A1, B1 quasi zu einer Referenzgruppe wird. Ja? Wieder gilt, welche Gruppe dabei als Referenzgruppe fungiert, wirkt sich auf die Modellschätzung aus, aber nicht auf die Modellevaluation, das heißt, die Inferenzstatistik bleibt gleich. Man muss sich eben nur in der Inferenzstatistik darüber im Klaren sein, was die Parameter dann bedeuten. Und zwar ist das μ0 jetzt nicht mehr der gruppenübergreifende Erwartungswertparameter, sondern das ist jetzt der Erwartungswertparameter von der Gruppe 1,1. Alpha 2 wäre entsprechend die Differenz beim Übergang von Faktor A Level 1 zu Faktor A Level 2, also erste zu zweite Zeile. Und Beta 2 wäre dementsprechend die Differenz beim Übergang von Faktor B Level 1, erste Spalte, zu Faktor B Level 2, zweite Spalte. Ja? Sie sehen, dass Sie, wenn Sie hier die rechte Seite von der linken subtrahieren, erhalten Sie immer Beta 2. Und wenn Sie die zweite von der ersten Zeile subtrahieren, erhalten Sie immer Alpha 2. Gut, damit ist unser Modell jetzt nicht mehr überparametrisiert und eindeutig bestimmt. Und wir fassen das jetzt nochmal formal zusammen. Also das Modell der additiven zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Referenzgruppe hat die strukturelle Form. YIJK ist gleich μIJ gleicher Erwartungswertparameter für alle Mitglieder einer Gruppe plus EpsilonIJK, wobei die EpsilonIJK unabhängig und identisch normal verteilt sind mit den Parametern μ und mit den Parametern 0 und Sigma Quadrat. So, daraus folgt die Datenverteilungsform dieses Modells, also jedes YIJK folgt einer Normalverteilung mit dem Erwartungswertparameter μIJ und dem Varianzparameter Sigma Quadrat. Man kann also sagen, dass μIJ wird hier quasi in die Verteilung rein addiert, dadurch, dass man das mit dem Epsilon kombiniert. So, und das μIJ, das ist jetzt die entscheidende Pointe unseres Modells, ist also gegeben als μ0 plus Alpha I plus Beta J, wobei Alpha 1 und Beta 1 auf 0 gesetzt werden. Ja, also diese Formel μ0 plus Alpha I plus Beta J gilt für alle μI, aber die Alpha 1, der Parameter Alpha 1 und der Parameter Beta 1 sind 0. Gut, dieses Modell enthält jetzt noch keine Interaktion. Wir modellieren bisher nur Haupteffekte. So, hier sind drei Parameterbeispiele. In allen diesen Parameterbeispielen ist μ0 gleich 1. Ja, also der gruppenübergreifende Erwartungswert oder der Erwartungswert der Referenzgruppe interessiert uns jetzt hier nicht. Deshalb ist er in allen Beispielen gleich. Sondern was uns interessiert, sind die Effektparameter. Und im ersten Beispiel ist es so, dass Alpha 2 gleich 1 ist und Beta 2 gleich 0. In diesen Tabellen, die jetzt hier stehen, müssen Sie nur auf die jeweils letzte Zahl gucken. Ja, also hier im ersten Beispiel 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Und Sie sehen, dass es jetzt hier einen Unterschied von der ersten zur zweiten Zeile gibt, aber keinen Unterschied von der ersten zur zweiten Spalte. Das bedeutet, dass hier ein Haupteffekt von Faktor A vorliegt, aber kein Haupteffekt von Faktor B. Im zweiten Beispiel ist es jetzt andersrum, dass Alpha 2 gleich 0 und Beta 2 gleich 1. Das heißt, wir haben keinen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Zeile, aber einen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Spalte. Also Haupteffekt von B, kein Haupteffekt von A. So, und im dritten Beispiel sind jetzt sowohl Alpha 2 als auch Beta 2 gleich 1. Und das sieht dann so aus, dass wir beim Übergang von der ersten zur zweiten Zeile plus 1 addieren und beim Übergang von der ersten zur zweiten Spalte plus 1 addieren.
Und dann hat das diese Gruppenerwartungswertparameter 1, 2, 2, 3 zur Folge. Das heißt, hier haben wir einen Haupteffekt von A und B. Grafisch sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier oben einmal ein Balkendiagramm. Das ist jetzt keine Visualisierung von Daten, das ist jetzt nur eine Visualisierung von Gruppenerwartungswertparametern. Ja? Wir haben hier oben also die Balkendiagramme und was man da sehr schön sieht, ist, dass also hier beide A2-Gruppen sich von A1 unterscheiden, Haupteffekt von A. Im zweiten Diagramm ist es dann andersrum, beide B2-Gruppen unterscheiden sich von B1, Haupteffekt von B. Und im dritten Diagramm hat man beides. Dasselbe kann man auch anhand der Liniendiagramme sehen. Also im ersten Fall ist die eine Linie um 1 nach oben verschoben. Im zweiten Fall steigen beide Linien um den Wert 1 an. Und im dritten Fall ist beides der Fall. Also Anstieg der Linien um 1 und nach oben verschoben. Wie Sie sehen, sind aber alle diese Linien noch parallel zueinander. Ja? Also auch aufeinanderliegende Linien sind parallel zueinander. Und das liegt einfach daran, dass wir jetzt in dem Modell noch keinerlei Interaktion modellieren können, weil das Modell keine Interaktion beinhaltet. Gut, aus dieser strukturellen Form lässt sich jetzt die Designmatrixform des Modells herleiten. Gegeben sei die strukturelle Form des Modells der additiven zweifaktoriellen Varianzanalyse mit jeweils zwei Faktorleveln. Dann hat dieses Modell die Designmatrixform y gleich x beta plus epsilon, wobei y also die Aneinanderfügung aller Datenvektoren der einzelnen Gruppen ist. Die Konvention ist dabei so, dass sich der erste Index normalerweise langsamer ändert als der zweite Index. Ja, also wir haben hier zunächst Gruppe 1, 1, dann Gruppe 1, 2, dann Gruppe 2, 1 und dann Gruppe 2, 2. Der Beta-Parameter-Vektor sieht so aus, das heißt, er beinhaltet die Parameter μ0, Alpha 2, Beta 2. Und die Designmatrix nimmt dann diese Gestalt hier an. Das ist also in der ersten Spalte ein 1-Vektor mit Anzahl der Datenpunkte, über alle Datenpunkte. In der zweiten Spalte ein 0-1-Vektor, der das Vorkommen von Faktor A Level 2 modelliert. Und in der dritten Spalte ein 0-1-Vektor, der das Vorkommen von Faktor B Level 2 modelliert. Ja? Und aus dem Grund stehen hier jetzt auch die Effektparameter Alpha 2 und Beta 2. Wir wollen dieses Theorem hier nicht beweisen, aber wir werden das kurz an einem Beispiel wieder betrachten, um das nachzuvollziehen, wie man also von dieser strukturellen Form zu dieser Designmatrixform kommt. Und zwar betrachten wir den Fall der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit jeweils zwei Leveln, das heißt i und j sind gleich 2. Und ich will jetzt hier zusätzlich reduzieren auf den Fall, dass n, i, j gleich 2 ist für alle Kombinationen von i und j. Das heißt, wir haben zwei Datenpunkte in jeder Gruppe für alle Gruppen. Daraus folgt dann, dass n gleich 8 ist. 2 mal 2 mal 2 ist 8. Und p ist in diesem Modell 3, weil wir 3 Regressoren haben. So, dann würde also der Datenvektor wie folgt aussehen: y1, 1, 1, y1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2. So. Wie ich gerade gesagt habe, die Konvention ist hier, dass sich der Index des ersten Faktors langsamer ändert als der Index des zweiten Faktors. Wir haben hier also immer 1, dann 2 und hier wechselt sich das schneller. So, der Term x beta würde dann folgende Gestalt annehmen. Wir haben also hier zunächst einen 1-Vektor mit 8 Einsen.
Und dann haben wir den Vektor für, dann haben wir die Spalte der Designmatrix für Faktor a. Die ist 1, wenn wir hier im ersten Index eine 2 haben. Also 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Und äquivalent für den Regressor, der Spalt, der Faktor b modelliert, der wäre dann 1, wenn wir hier den zweiten Index 2 haben. Also 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. So, das wird jetzt mit dem Beta-Parameter-Vektor multipliziert. Mü 0, Alpha 2, Beta 2. Das hier ist eine n mal 3 Matrix und das ist ein 3 mal 1 Vektor. Das heißt, was dabei herauskommt, ist ein n mal 1 Vektor. Und um die Einträge des Vektors zu bestimmen, müsste man jetzt also das Matrixprodukt berechnen. Sie wissen inzwischen im Schlaf, wie man Matrixprodukte berechnet. Man transponiert also die Spalten der zweiten Matrix, legt sie über die Zeilen der ersten Matrix, multipliziert alle Elemente paarweise und addiert auf. Das können wir hier mal tun. Dann kommt hier raus, dass in den ersten beiden Zeilen nur μ0 steht. 1 mal μ0 plus 0 mal Alpha 2 plus 0 mal Beta 2. Ja. In den beiden nächsten Spalten würde μ0 plus Beta 2 stehen, weil die dritte Spalte 1 ist. In den nächsten beiden Spalten würde μ0 plus Alpha 2 stehen, weil wir hier 1, 1, 0 haben. Und in den letzten beiden Zeilen würde μ0 plus Alpha 2 plus Beta 2 stehen, weil wir hier die Zeilen der Designmatrix 1, 1, 1 haben. So, und wie Sie sehen, sind das genau die Erwartungswertparameter, die wir in unserer strukturellen Form des Modells festgelegt haben. Ja, wir haben gesagt, dass Alpha 1 und Beta 1 0 sein sollen und daraus haben sich diese Erwartungswertparameter für die einzelnen Gruppen μ11, μ12, μ21 und μ22 ergeben. So, das ist also die Bedeutung des Satzes, das Theorem folgt mit den Regeln der Matrixmultiplikation. Okay, gibt es hierhin, bis hierhin Fragen? Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Modell der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Interaktion. Das Modell mit Interaktion baut auf dem Modell der additiven Varianzanalyse auf, geht aber darüber hinaus, indem es zusätzlich Interaktionseffekte berücksichtigt. Und zwar geschieht das hier so, dass wir zunächst mal wieder einen gruppenübergreifenden Erwartungswertparameter μ0 wählen, die Effektparameter Alpha I und Beta J für die beiden Faktoren und dann zusätzlich die Interaktionsparameter Gamma I J. Und Gamma I J sind also die Parameter, die zu jedem μ I J noch dazu addiert werden. Und die Idee ist hierbei, dass man also einerseits additive Effekte hat, die durch Alpha I und Beta J modelliert werden, und dass man dann durch Gamma zusätzliche supra-additive Effekte beschreibt, also Abweichungen der Daten von dem durch die Haupteffekte allein vorhergesagten Werten. Ja, das heißt, die Gammas repräsentieren quasi Unterschiede zwischen dem, was das Modell der additiven Varianzanalyse vorhersagt und dem, was man dann hat, wenn man zusätzlich Interaktionen der Faktoren berücksichtigt. So, dann nimmt also jeder Erwartungswertparameter μ i j diese Form an, μ 0 plus Alpha i plus Beta j plus Gamma i j. Jetzt haben wir aber das Problem, schon wieder, dass wir zu viele Parameter haben. Ja? Wir haben nach wie vor 4 Gruppenerwartungswertparameter und
wir haben jetzt, können wir mal durchzählen? Jetzt haben wir 9 Parameter, nämlich μ0, Alpha 1, Alpha 2, Beta 1, Beta 2 und dann noch die 4 Gammas. Sind 9 Parameter, das heißt, unser Modell ist sogar multiple überparametrisiert. Und Überparametrisierung hat den Nachteil, dass das Modell nicht eindeutig bestimmt ist, dass wir Probleme in der Parameterschätzung bekommen, weil die Parameterschätzer nicht eindeutig bestimmt sind und so weiter und so fort. Und um jetzt hier zu einer eindeutigen Darstellung zu kommen, nehmen wir zunächst dieselbe Einschränkung vor wie eben gerade, nämlich dass Alpha 1 und Beta 1 0 sind, also die jeweils ersten Effektparameter sind 0. Und des Weiteren werden alle Interaktionsparameter, die zu einem ersten Level eines Faktors gehören, ebenfalls auf 0 gesetzt. Das heißt, Gamma I1 ist gleich 0 für alle I und Gamma 1J ist gleich 0 für alle J. So, jetzt überlegen wir mal, wie viele Parameter wir dann haben. Wir haben dann noch μ0, Alpha 1, Beta 1 sind 0, das heißt, wir haben nur noch Alpha 2, Beta 2 und Gamma 1, Gamma 1, 2, Gamma 2, 1 sind auch alle 0, das heißt, wir haben nur noch Gamma 2, 2. Das sind 4 Parameter für 4 Gruppenerwartungswerte und die Gruppenerwartungswerte nehmen dann die Form an, wie sie hier in der unteren Tabelle angegeben ist. Das heißt, im Vergleich mit dem Modell der additiven Varianzanalyse bleiben μ1, μ1,2 und μ2,1 unverändert, aber bei μ2,2 kommt zusätzlich plus Gamma 2,2 dazu. So. Die Interpretation der Parameter wäre jetzt wie folgt. μ0 ist der Gruppenerwartungswert der Referenzgruppe 1,1. Alpha 2, Beta 2 sind die Differenzen beim Übergang von Level 1 zu Level 2 ihrer jeweiligen Faktoren. Und Gamma 2,2 ist die Differenz beim Übergang von Level 1 zu Level 2, und zwar zwischen Level 1 und Level 2 des jeweils anderen Faktors. Ja, also das ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, weil man hat hier immer Differenzen von Differenzen. Und Gamma 2,2 modelliert quasi, wie sich die Differenzen zwischen Level 1 und Level 2 eines Faktors unterscheiden, je nachdem, ob man in Level 1 oder Level 2 vom anderen Faktor gerade sich befindet. Also wir können das hier an dieser Tabelle einmal nachvollziehen. Wenn wir jetzt hier Zeile 1 von Zeile 2 subtrahieren, bleibt hier Alpha 2 über. Und hier bleibt Alpha 2 plus Gamma 2, 2 über. Das heißt also, wir haben einen Unterschied beim Übergang von 1, 1 zu 2, 1 relativ zu dem Übergang von 1, 2 zu 2, 2. Andersrum gesehen, wenn man jetzt die erste Spalte von der zweiten Spalte subtrahiert, bleibt hier Beta 2 über. Und hier bleibt übrig Beta 2 plus Gamma 2, 2. Ja, das heißt, das Gamma 2,2 wäre wieder die Differenz zwischen dem Übergang von Faktor B Level 1 zu Level 2, und zwar zwischen, ob man in Faktor A Level 1 oder 2 ist. Ja? Also dieses Gamma 2,2 sorgt dafür, dass wir die Interaktion in beide Richtungen betrachten. Je nachdem, ob wir jetzt uns fragen, wie unterscheidet sich die Wirkung von Faktor A je nach Faktor B oder wie unterscheidet sich die Wirkung von Faktor B je nach Faktor A? Das wird beides durch, also das ist ein und dasselbe und das wird durch diesen Interaktionsparameter Gamma 2,2 in Rechnung gestellt. Ja? Wenn Gamma 2,2 0 wäre, hätten wir keine Interaktion. Denn dann wären hier die Differenzen immer Alpha 2 und Beta 2. Gut. Das kann man auch wieder formal in einer Definition zusammenfassen. Das Modell der Varianzanalyse mit Interaktion hat also dieselbe strukturelle und Datenverteilungsform wie das Modell der additiven ZVA, nur dass jetzt das μij eine andere Gestalt annimmt, μ0 plus Alpha i plus Beta j plus Gamma ij, wobei Alpha 1, Beta 1, Gamma i1 und Gamma 1j alle 0 sind.
hier jetzt auch wieder Parameterbeispiele. In all diesen Beispielen ist μ0 gleich 1, das heißt hier der Erwartungswert der Referenzgruppe interessiert uns erstmal nicht. Und wir haben auch in all diesen Fällen eine Interaktion. Die Interaktionsparameter sind hier 2, minus 2, 1, 1. Und wir haben jetzt eine unterschiedliche Kombination von Haupteffekten. Das heißt, im ersten Beispiel sind Alpha 2 und Beta 2 beide 0. Das hat dann zur Folge, dass hier die Unterschiede im Übergang von der ersten zur zweiten Zeile oder von der ersten zur zweiten Spalte allein durch den Interaktionsparameter getragen werden. Ja? 3 minus 1 ist gleich 2. Kein Haupteffekt von A oder B, aber dafür eine Interaktion. Im zweiten Fall haben wir dann Alpha 2 gleich Beta 2 gleich 1. Das heißt, wir haben Gamma 2, 2 gleich minus 2. Das heißt, wir haben Veränderungen von der ersten zur zweiten Spalte und von der ersten zur zweiten Zeile und wir haben zusätzlich eine negative Interaktion. Ja, also diese negative Interaktion sorgt hier dafür, dass der Erwartungswertparameter μ22 1 ist und nicht 3, was der Fall wäre, wenn γ22 gleich 0 wäre. Gut, das heißt, wir haben hier Haupteffekte von A und B und eine negative Interaktion. Im dritten und vierten Beispiel ist es jetzt so, dass wir einen Haupteffekt, also dass wir weiterhin eine Interaktion haben, aber einen Haupteffekt nur jeweils eines Faktors. Also im dritten Beispiel ist Alpha 2 gleich 1, im vierten Beispiel ist Beta 2 gleich 1. Und wenn man das Ganze jetzt visuell darstellt, sieht das so aus. Und was man hier sehr schön sehen kann, ist einem, wie Interaktionen, also supraadditive Effekte berücksichtigen. Das sieht man sehr schön, finde ich, wenn man sich das dritte Balkendiagramm anschaut. Also wenn wir jetzt nur einen Haupteffekt von A hätten, hätten wir hier die beiden Balken von A1 und etwas höher die beiden Balken von A2. Aber der Balken für A2, B2 ist nochmal um ein Stück höher, was eben auf das Vorliegen einer Interaktion hinweist. Das heißt, Sie sehen hier, der Unterschied zwischen B1 und B2 unterscheidet sich jeweils, je nachdem, ob wir in A1 sind oder ob wir in A2 sind. Hier in A1 ist der Unterschied zwischen B1 und B2 0 und hier in A2 ist der Unterschied zwischen B1 und B2 1. So, das ist das, was die Interaktion modelliert. Und hier an den Liniendiagrammen sieht man jetzt auch das, was ich Ihnen angekündigt habe. Das heißt, wir haben also in all diesen vier Fällen nicht parallele Linien. Und nicht parallele Linien bedeutet, dass es hier also einen Interaktionseffekt gibt, modelliert durch den Parameter Gamma 2,2. Okay, dann wieder zur Designmatrixform. Das ist im Grunde genommen analog zu dem Fall davor. Der Datenvektor, also wir bezeichnen wieder mit klein n die Anzahl aller Datenpunkte. Der Datenvektor ist ein n mal 1 Vektor, der aus der vertikalen Konkatenierung aller Datenvektoren der Gruppen besteht. Der Beta-Parameter-Vektor erhält jetzt einen zusätzlichen Parameter, nämlich Gamma 2,2. Und die Designmatrix erhält auch eine zusätzliche Spalte, eine vierte Spalte, die also den Interaktionsterm modelliert und die ein 0-1-Vektor ist, der nur dann 1 ist, wenn beide Gruppen Indizes 2 sind. Ja, das können wir auch nochmal anhand unseres Beispiels nachvollziehen. Also den Datenvektor schreibe ich jetzt hier nicht an, weil der ändert sich nicht. Sondern ich schreibe hier x-Beta an. X ist genau wie zuvor, also erstmal ein 1-Vektor und dann kommt da noch was hinzu. Dann haben wir den Regressor für Faktor A und den Regressor für Faktor B wie zuvor. Und jetzt haben wir zusätzlich noch einen vierten Regressor, der also die Interaktion modellieren soll und der nur dann 1 ist, wenn beide Faktor Level 2 sind. Übrigens,
kann man hier auch sehr schön sehen, dass der vierte Regressor quasi eine elementweise Multiplikation des zweiten und des dritten Regressors darstellt. Ja? Also wenn man den Regressor für Faktor A und den Regressor für Faktor B nimmt und sie elementweise multipliziert, dann kommt der Regressor für die Interaktion raus. Was also nochmal diesen Punkt verstärkt, dass Interaktionen irgendwie so multiplikative und nicht additive Effekte sind. Gut, und dann haben wir den Beta-Parameter Vektor mu 0 Alpha 2 Beta 2 Gamma 2 2 und wenn ich jetzt dieses Matrixprodukt durchführe, das ist n mal 4 mal 4 mal 1, erhalte ich wieder einen n mal 1 Vektor und die Einträge sind analog. Ich muss das Ihnen jetzt, glaube ich, nicht alles nochmal erklären. Wir haben hier mu 0, mu 0, dann mu 0 plus Beta 2, dritter Eintrag des Beta-Parameter-Vektors, zweimal, dann zweimal mu 0 plus Alpha 2, zweiter Eintrag des Beta-Parameter-Vektors und dann im Fall der Datenpunkte für die Gruppe 2, 2 haben wir also den vorhergesagten Gruppenerwartungswert-Parameter mu 0 plus Alpha 2 plus Beta 2 plus Gamma 2, 2. Und auf diese Weise sehen Sie eben, wie diese beiden Modelle sich unterscheiden. Der einzige Unterschied liegt hier darin, dass hier also noch ein Plus Gamma 2,2 hinzukommt, wenn wir in der Gruppe der Zelle 2,2 des Designs sind. Hier ist jetzt nochmal ein umfangreicheres Beispiel als das, was ich gewählt habe. Wir haben hier in jeder Gruppe 4 Datenpunkte, also n, i, j gleich 4 für alle i und j. Und das führt dann zu dieser 16 mal 4 Designmatrix und dem 4 mal 1 Beta-Parameter-Vektor. Okay, wie macht man das in R, wenn man es selbst machen will und nicht bloß die R-Packages benutzen will, die man sich ergoogeln kann? Also man würde zunächst einmal den Umfang des Designs angeben, i gleich 2, j gleich 2 und nij gleich 4. Das führt zu dann 16 Datenpunkten. Und bei der Designmatrix von zweifaktoriellen oder mehrfaktoriellen Varianzanalysen ist es so, dass sie zunehmend kompliziert werden und sich nicht mehr so leicht generieren lassen. Das wird hier darüber gelöst, dass zunächst einmal so eine prototypische Designmatrix für balancierte Designs erstellt wird. Also das wäre die Designmatrix, wenn wir nur einen Datenpunkt pro Gruppe hätten. Ergibt natürlich keinen Sinn, nur einen Datenpunkt pro Gruppe zu haben. Und die wird dann in einem Kronecker-Produkt multipliziert mit einem 1-Vektor der Länge nij. Das heißt, an jede Stelle dieser Matrix wird dann nochmal ein 1-Vektor der Länge 4 reingesetzt, mit dem Eintrag multipliziert und das ergibt dann eine größere Matrix, eine 16x4-Matrix, die auch hier unten abgebildet ist und so, dass wir sehen können, dass unser Quellcode also korrekt die Designmatrix erzeugt. Ja, bei dem Kronecker-Produkt, wie ich schon gesagt habe, müssen Sie sich keine Gedanken machen, das ist also nicht Klausur-Elefant. Gut, gibt es Fragen bis hierhin? Okay, dann könnten wir jetzt eine kurze Pause machen, wenn Sie wollen. Und dann machen wir um 14.18 Uhr weiter. Okay, dann also Modellschätzung. Modellschätzung bedeutet hier, dass wir den Beta-Parameter-Schätzer bestimmen wollen für das Modell der 2x2-Varianzanalyse. Und wir werden das auch wieder getrennt betrachten für erst das Modell der additiven zweifaktoriellen Varianzanalyse und dann das Modell der Varianzanalyse mit Interaktion. Gut, also gegeben sei zunächst mal die Designmatrixform der additiven 2x2-Varianzanalyse und zwar in balancierter Form. Dann ergibt sich der Beta-Parameterschätzer wie folgt. Der Beta-Parameterschätzer enthält also Schätzer für μ0, Alpha 2 und Beta 2. Und diese Schätzer sind Kombinationen von Gruppenstichprobenmitteln. Also jedes
y, i, j quer soll hier also für die Summe aller y, i, j k geteilt durch n, i, j, das heißt das Gruppenstichprobenmittel der Gruppe i, j stehen. Und die werden hier in bestimmter Weise miteinander kombiniert mit den Faktoren 1/2 und 1/4 und 3/4. Wir werden jetzt den Beweis dieses Theorems nicht betrachten, weil, also einmal aus zwei Gründen. Erstens sehen Sie, dass diese Parametersätze hier so eine etwas sperrige Form annehmen, mit so komischen Faktoren 3/4, 1/4 und bei dem Modell der Varianzanalyse mit Interaktion sehen die viel schöner aus, deshalb wollen wir dafür den Beweis betrachten. Und das Zweite ist, dass die beiden Beweise sehr, sehr ähnlich zueinander sind und das wäre also sehr langweilig, wenn wir jetzt zwei sehr lange Beweise durchgehen und Statistikvorlesungen sollen ja nicht langweilig sein. Also der Beweis würde dann so gehen, dass Sie xty berechnen, xtx und dann das kombinieren und auf diese Weise Beta-Dach bestimmen, μ0, Alpha 2 und Beta 2 Dach. Gut, das wird dann hier auch durchgerechnet und das stimmt alles. Und wir gehen jetzt aber gleich zum nächsten Theorem, nämlich dem Beta-Parameterschätzer für das Modell mit Interaktion. Und in diesem Modell mit Interaktion und Referenzgruppe ergibt sich der Beta-Parameterschätzer also so: Wir haben jetzt hier einen zusätzlichen Parameterschätzer, Gamma 2 2 Dach. Und μ0 Dach ist gegeben als y11 quer, das heißt das Stichprobenmittel der Referenzgruppe. Alpha 2 und Beta 2 Dach wären Differenzen von Gruppenstichprobenmitteln relativ zum Stichprobenmittel der Referenzgruppe, also y21 quer minus y11 quer und y12 quer minus y11 quer. Und Gamma 22 wäre also diese Kombination aller vier Gruppenstichprobenmittel hier. Bevor wir zu dem Beweis kommen, möchte ich auch gerne dieses Gamma 2 noch einmal betrachten, weil man daran sehr schön sehen kann, wie also die Interaktion hier modelliert wird. Also hier steht... die Stichprobenmittel jetzt so als eine Art, in so einer Art 2x2-Matrix betrachten würde, könnte man sagen, dass man hier die Diagonalelemente aufsummiert und die Nicht-Diagonalelemente abzieht. Und dieser Zugang ist sehr intuitiv, weil wir ja in unserer konzeptuellen Darstellung auch gesehen haben, dass man die 2x2-Varianzanalyse als eine solche Tabelle darstellen kann. Man kann jetzt diesen Term umschreiben wie folgt, nämlich als y11 quer minus y12 quer minus y21 quer minus y22 quer. Das ist eine Minusklammer, minus, minus ergibt plus, das heißt hier steht plus y22 quer. Ja? Und jetzt sieht man sehr schön, wie der Interaktionseffekt also eine Differenz von Differenzen ist. Wir haben ja einmal die Differenz zwischen Faktor B Level 1 und 2 für Faktor A Level 1 und dann haben wir die Differenz für Faktor B Level 1 und 2 für Faktor A Level 2. Und die werden voneinander abgezogen und das ist der Interaktionseffekt. Man kann das natürlich auch für andersrum schreiben, sodass es sich auf Faktor A bezieht. Und dann sieht das Ganze so aus: Differenz zwischen y11 quer und y21 quer minus Differenz zwischen y12 quer und y22 quer. Und dann kann man auch wieder beschreiben, dass es also der Unterschied der Unterschiede ist von Faktor A je nach Faktor B. Okay, und jetzt wollen wir also zu dem Beweis kommen und wie ich Ihnen letzte Woche schon gesagt habe, sind Beweise für Varianzanalysen sehr umfangreich, wenn man die allgemein ausführt. Wir wollen deshalb hier jetzt unser Spielzeugmodell verwenden und dann von da ausgehend jeweils wieder auf den allgemeinen Fall schließen. Ja? Das heißt,
heißt, wir berechnen zunächst mal x transponiert y. X ist diese Matrix hier, die müssen wir transponieren. Dann kommt das raus. Erste Spalte wird erste Zeile, zweite Spalte wird zweite Zeile, dritte Spalte wird dritte Zeile und vierte Spalte wird vierte Zeile. So, das wird jetzt multipliziert mit dem Datenvektor. Den Datenvektor schreibe ich auch einmal auf. Heben sich die inneren Dimensionen auf, das heißt, wir erhalten einen 4×1-Vektor. Dieser Vektor hat die folgenden Einträge. Erste Zeile mit erster Spalte, hier stehen überall Einsen, das heißt, es werden alle Einträge dieses Vektors aufsummiert. Ich schreibe das jetzt einmal so, y111 plus Punkt, Punkt, Punkt plus y222. Hier haben wir einen Vektor, der nur 1 ist, wenn der erste Eintrag der Datenpunkte 2 ist. Entschuldigung, der erste Index der Datenpunkte 2 ist. Das heißt, wir haben hier die Summe aller Datenpunkte. Bei denen i gleich 2 ist. Umgekehrt ist es hier bei dritte Zeile, erste Spalte, da haben wir einen Regressor, der 1 ist, wenn der zweite Index 2 ist. Also schreiben wir die einmal auf, das sind diese vier Datenpunkte hier. So, dann haben wir schließlich noch einen Regressor, der nur dann 1 ist, wenn beide Indizes, beide Gruppenindizes i und j gleich 2 sind. Das heißt, hier kommen wir auf y221 plus y222. Okay. Im nächsten Schritt multiplizieren wir jetzt, rechnen wir aus, x transponiert x. Dafür transponieren wir wieder unsere Designmatrix. Das habe ich jetzt vergessen. Also dieses Ergebnis, was wir hier für x transponiert y haben, kann man dann so verallgemeinern, dass man sagt, im ersten Eintrag steht die Summe über alle Datenpunkte, im zweiten Eintrag steht die Summe aller Datenpunkte, bei denen i gleich 2 ist, Summe aller Datenpunkte, bei denen j gleich 2 ist und Summe aller Datenpunkte aus der Zelle 2, 2. Gut, dann kommen wir zu x transponiert x. Da habe ich hier x transponiert bereits angeschrieben. Jetzt kommt noch x dazu, x muss ich da drüben nur abschreiben. Und das ist also diese n×4-Matrix. Wenn man eine 4×n-Matrix mit einer n×4-Matrix multipliziert, wird eine 4×4-Matrix rauskommen. So. Möchte mir jemand von Ihnen vielleicht die Einträge dieser 4×4-Matrix ansagen? Was stünde hier im Eintrag 1, 1? Ja? 8. 8? Weiter? Oh Gott, Moment. Erste, zweite. 4. Erste, dritte. 4, 2. Ja? Doch 4, wieder 4, dann 2. Zwei. Moment, jetzt muss ich was. Das kann aber eigentlich. Ja. Ja, stimmt. Okay. Okay, jetzt sind wir dritte Zeile. Ja, 4. Zwei.
Nee, dritte Zeile mit dritter Zeile. Ach, scheiße, klar, vier. Genau, diese. Und dann zwei. Und dann zwei. Und dann haben wir noch die letzte Zeile. Zwei, 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 zwei. Richtig. Sie sehen, dass diese Matrix symmetrisch ist, ja? Das heißt, die letzte Zeile entspricht der letzten Spalte. Sehen alle, wie wir hier auf diese Matrix gekommen sind? Gut. Das ist also das Schöne daran, wenn man die Skalarprodukte von 1-Vektoren bilden muss, oder von 1-0-Vektoren bilden muss, man muss sich nur fragen, an wie vielen Stellen überlappen diese beiden Vektoren mit der 1. Gut. Dann kommen wir jetzt zu x. Achso, ja, also das kann man dann verallgemeinern, dahingehend, dass das Ergebnis diese Matrix hier ist, 4, 2, 2, 1, multipliziert mit der Anzahl der Datenpunkte pro Gruppe. Das funktioniert natürlich nur, wenn das ein balanciertes Design ist. Wenn kein balanciertes Design ist, dann haben Sie keine so allgemeine Formel, sondern dann müssen Sie es aus der Designmatrix berechnen. Gut. Jetzt kommen wir zu x transponiert x invers und das gebe ich Ihnen vor. Das ist folgende Matrix. Muss ich abschreiben. Habe ich natürlich nicht gemerkt. So. 1,5, minus 1,5, minus 1,5. Allgemeine Form davon wäre dann hier gegeben, Gleichung 30, das wäre also diese Matrix 1, minus, minus 1, minus 1, 1 und so weiter, geteilt durch die Anzahl der Datenpunkte pro Gruppe n, i, j. Und dann kommen wir in unserem Fall hier auf so eine Matrix, die also ganz viele Brüche 1,5 beinhaltet, weil ja bei uns n, i, j gleich 2 war für alle Gruppen. Hier haben wir jetzt p gleich 4, 4 Regressoren. Gut, dann wollen wir den Beta-Parameterschätzer bestimmen. Was ist die Formel für den Beta-Parameterschätzer? Leute, das muss jetzt aber langsam mal sitzen. Nächste Woche ist Klausur. das ist die zweitwichtigste Formel in dieser Vorlesung. Diese zwei Formeln, nein, eigentlich drei Formeln müssen Sie mindestens im Kopf haben. Allgemeines lineares Modell, Beta-Parameterschätzer und Varianzparameterschätzer. Bitte schön. Nee, ich meine nicht jetzt den Beta-Parameterschätzer für ein bestimmtes Modell, sondern für das allgemeine lineare Modell. Also die Formel für Beta-Dach. XTX? Ja. Jetzt hört's auf, das war's schon. Ich weiß, okay, wir müssen fortsetzen. Invers? Ja, genau. Ja, Sie sehen doch hier, was wir hier berechnet haben. XTX invers und weiter? Mal XY. Richtig, mal X transponiert XY. Gut. So. Das sollte jetzt leicht sein, weil diese 4x4 Matrix und dieser 4x1 Vektor. Um das ein bisschen leichter zu machen, jetzt werde ich die Elemente dieses Vektors hier als Z1, Z2, Z3 und Z4 bezeichnen. Ja, das ist nur also, um mir Schreibarbeit zu sparen. Die Elemente von x transponiert y heißen Z1 bis Z4. Gut, dann schreiben wir diese Matrix hier ab und hier werde ich jetzt Brüche, die zu ganzen Zahlen werden und durch die ganzen Zahlen ersetzen. Das wäre 1,5, minus 1,5, minus 1,5, 1,5, minus 1,5, minus 1,5. Hier steht 2 halbe, das ist 1. Hier steht auch 2 halbe, das ist auch 1. Und hier steht 4 halbe, das ist 2. Dann haben wir hier noch 1,5, minus 2.
2 halbe, minus 2 halbe, minus 2 halbe. Minus 2 halbe ist immer minus 1. Mal sehen, ob das hier mit unserer allgemeinen Formel einstimmt. Richtig, minus 2 geteilt durch 2 ist gleich minus 1. So. Und das wird jetzt modifiziert mit dem Vektor Z1, Z2, Z3, Z4. Gut. Das ist eine 4x4-Matrix. Und das ist eine 4x1-Vektor. Ergibt also wieder einen 4x1-Vektor. Soll ja auch so sein. Ist nämlich der Beta-Parameterschätzer. Und der Beta-Parameterschätzer muss dieselbe Dimensionalität haben wie der Beta-Parameter. Gut. Dann haben wir also hier ein halb. Z1 minus 1 halb Z2 minus 1 halb Z3 plus 1 halb Z4. Wir werden gleich diese Summen auflösen, indem wir dann hier betrachten, was die Z1 bis Z2 sind. Ja? Ich schreibe es jetzt mal so hin. Dann zweite Zeile, erste Spalte. Minus 1 halb Z1 plus Z2 plus Z1 halb Z3 minus dann dritte Zeile, erste Spalte. Minus 1 halb Z1 plus 1 halb Z2 plus Z3 minus Z4. Dann vierte Zeile, erste Spalte. 1 halb Z1 minus Z2 minus Z3 plus 2 mal Z4. Okay. Jetzt wird es kompliziert, jetzt müssen wir nämlich ein bisschen gedankliche Arbeit verrichten, aber darin sind wir ja gut. Wir müssen jetzt also uns diese Summen von Datenpunkten hier in dem Vektor x transponiert y betrachten und uns überlegen, was diese Faktoren 1 halb, minus 1 halb und so weiter damit machen. Fangen wir also mal mit der ersten Zeile an. Wir haben hier 1 halb mal Summe aller Datenpunkte minus 1 halb mal Summe aller Datenpunkte, wo i gleich 2 ist, minus 1 halb mal Summe aller Datenpunkte, wo j gleich 2 ist, plus 1 halb, wo alle, für alle Datenpunkte, wo i und j 2 sind, also aus der letzten Gruppe 2, 2. Gut, das heißt also, hier steht zunächst mal wieder der Faktor 1 halb. Und dann ist die Frage, was bleibt übrig? Aus der Summe aller Datenpunkte wird zunächst die Summe all dieser Datenpunkte entfernt und die Summe all dieser Datenpunkte. Und dann gibt es zwei Datenpunkte, die zweimal entfernt wurden, nämlich y221 und y222. Die werden dann aber wieder dazu addiert. Das heißt, was hier übrig bleibt, ist... Achso, die werden zweimal abgezogen. Und einmal wieder dazu addiert, das heißt, im Grunde genommen sind sie auch 0. Was hier übrig bleibt, sind also alle Datenpunkte der ersten Gruppe. Ja? 1, 2 wurde entfernt, 2, 1 wurde entfernt, 2, 2 wurde zweimal entfernt und dann wieder einmal hinzugefügt. Gut, dann schauen wir auf den zweiten Eintrag. Im zweiten Eintrag steht minus 1 halb mal Z1, also Summe aller Datenpunkte, plus 1 halb mal Summe aller Datenpunkte y2 plus einmal diese Datenpunkte plus 1 halb mal Summe aller Datenpunkte, wo Faktor b Level 2 ist minus einmal Datenpunkte, wo beide Faktor Level 2 sind. Okay, was kommt da raus? Zunächst einmal sehen wir, dass die Datenpunkte aus der ersten Gruppe, die tauchen in keiner dieser anderen Summe auf, die werden also mit dem Faktor 1 halb abgezogen. Jetzt müssen wir uns überlegen, was mit den anderen passiert. Z2 minus Z4 heißt, dass die hier sich gegenseitig aufheben, y2, 2.
dass die hier den positiven Faktor 1 haben. Allerdings haben die hier den negativen Faktor minus 1,5. Minus 1,5 plus 1 ist plus 1,5. Das heißt, hier steht, müssen wir uns nur noch vergewissern, dass die anderen Datenpunkte, die mit Faktor B Level 2 zu tun haben, hier wegfliegen. Die kommen hier drin vor mit minus 1,5 und die kommen hier drin vor mit plus 1,5. Das heißt, das ergibt 0. Für den dritten Eintrag haben wir jetzt den umgekehrten Fall. Das heißt, Sie sehen hier, die Faktoren von Z2 und Z3 sind vertauscht. 1,5, 1,5, 1. Das heißt, was hier rauskommt, ist also dasselbe, nur dass wir hier nicht y2, 1 zu stehen haben, sondern y1, 2. Und dann wird wiederum das Stichprobenmittel der Gruppe 1, 1 abgezogen. In der vierten Zeile wird es jetzt sehr kompliziert. Wir haben hier zunächst einmal alle Datenpunkte mit dem Faktor 1,5. Dann alle Datenpunkte, bei denen i gleich 2 ist, mit dem Faktor minus 1. Alle Datenpunkte, bei denen j gleich 2 ist, mit dem Faktor minus 1. Und die Datenpunkte aus der Interaktionsgruppe 2,2 mit dem Faktor 2. Das heißt, wenn wir die beiden hier mit minus 1 mal nehmen und dann noch einmal mit plus 2, dann heben sich die hier schon mal auf. Und das bedeutet, dass wir hier nur die, Datenpunkte aus der Gruppe 2,2 haben. Das kennzeichne ich jetzt mal so. y2,2. Das war also die Summe von y221 und y222 haben. Die taucht hier auf und hier hebt sie sich gegenseitig auf. Gut. Und dann haben wir wieder die Datenpunkte der Gruppe 1,1 mit dem Faktor 1,5. Da wird nichts wegsubtrahiert, weil die in Z2, Z3 und Z4 nicht vorkommen. Das zeige ich mal so, y1,1 Kugel. Und dann wird noch was abgezogen. Und zwar wird das hier abgezogen, die Datenpunkte der Gruppe 2,1 mit dem Faktor minus 1 und die Datenpunkte der Gruppe 1,2 mit dem Faktor minus 1. Kam aber in Z1 schon mit dem Faktor 1,5 vor. Das heißt, wir haben 1,5 minus 1 ist minus 1,5. Also minus 1,5 mal Summe aller Datenpunkte aus der Gruppe 1,2, minus 1,5 mal Summe der Datenpunkte aus der Gruppe 2,1. Gut. Jetzt ist es so, dass in unserem Fall 2 die Anzahl der Datenpunkte in einer Gruppe ist. Das heißt, alles, was hier steht, sind Stichprobenmittel. Und die können wir aufschreiben. Das ist y1,1 quer, y2,1 quer minus y1,1 quer, y1,2 quer minus y1,1 quer. Und dann haben wir im letzten Eintrag Gamma 2,2 Dach. y1,1 plus y2,2 quer minus y1,2 quer minus y2,1 quer. So, das ist der Term, den wir vorhin bereits diskutiert hatten vor dem Beweis. Das heißt, wir haben jetzt hier bewiesen, was sich ergibt für μ0 Dach, Alpha 2 Dach und Beta 2 Dach und Gamma 2,2 Dach. Gut. Dann
dann benutzen wir unseren Beispieldatensatz, um diese Formeln einmal zu überprüfen. Das heißt, wir zeigen, dass die gelten in unserem Beispieldatensatz und dass man die Beta-Parameter-Schätzer so berechnen kann. Wir lesen hier zunächst mal die CSV-Datei ein und extrahieren die vier Gruppen oder Zellen des Designs als separate Vektoren. Dann werden die hier zu einer NIJ mal 4 Matrix zusammengefügt, um handlich mit der Funktion Column Means die Gruppenstichprobenmittel berechnen zu können. Und dann kommen wir zur tatsächlichen Modellschätzung. Da wird die Designmatrix erzeugt, wie wir das vorhin schon gesehen haben. Und dann berechnen wir die Parameterschätzer Beta-Dach und Sigma-Quadrat-Dach. Auf der nächsten Folie sind jetzt die Ergebnisse ausgegeben. Wir haben hier in der ersten Zeile Beta-Dach und wir sehen also, dass die Einträge von Beta-Dach mit dieser Kombination von Stichprobenmitteln übereinstimmen. Also beispielsweise ist es so, dass der dritte Eintrag von Beta-Dach dem Term y12 quer minus y11 quer entspricht und das ist hier 3,33. Gut. Gibt es bis hierhin Fragen? Ja. Auf Folie 45 wurden die Werte mit cat ausgegeben, oder? Das stimmt. Ja, genau. Der Quellcode war jetzt hier nicht mit drauf, weil der hier nicht mit auf die Folie gepasst hat. Ja. Gut. Was wir hier uns jetzt gespart haben, ist der Varianzparameterschätzer. Was vermuten Sie, wie der Varianzparameterschätzer gegeben wäre in diesem Modell? Wenn Sie mal das extrapolieren, was Sie über den Zweistichproben-T-Test und über die einfaktorielle Varianzanalyse gelernt haben? Ja. Gebündelte Stichprobenvarianz. Genau, wir haben hier wieder die gebündelte Stichprobenvarianz. Also pooled sample variance. Das heißt, dieser Wert hier, 5,94, wäre identisch damit, wenn man über alle Gruppen die quadrierten Differenzen von den Gruppenmittelwerten aufsummiert und das dann durch die Anzahl der Datenpunkte minus 4 teilt. Minus 4, weil es 4 Gruppen sind. Gut. Dann kommen wir zur Modellevolution. Also jetzt wäre die Frage, ob wir nochmal eine Pause machen oder ob Sie wollen, dass wir weitermachen. Ich denke mal noch so 25 Minuten oder so. Wir haben jetzt auch keine Beweise mehr vor uns. Gut, dann machen wir weiter mit der Modellevaluation und hier also zunächst noch eine Vorbemerkung. Man kann, wie bei der einfaktoriellen Varianzanalyse, die Modellevaluation auch anhand der Quadratsummenzerlegung entwickeln. Ja? Wir hatten letzte Woche gesehen, dass die F-Statistik in der einfaktoriellen Varianzanalyse sich als Quotient von gewissermaßen mittleren Quadratsummen ergibt. Und das könnte man jetzt auch für die zweifaktorielle und die mehrfaktorielle Varianzanalyse aufschreiben. Allerdings ist es so, dass für diese Modelle das dann zunehmend komplex wird und man immer mehr Indizes braucht, I, J, K, und dann braucht man Bezeichnungen für das Gesamtstichprobenmittel, die Gruppenstichprobenmittel und die Stichprobenmittel für jedes Level eines Faktors. Das wird also sehr unübersichtlich und aus dem Grund verzichten wir hier darauf. Wir werden stattdessen die Teststatistiken als F-Statistiken einführen, die sich aus einer Partitionierung des ALMs ergeben. Ja? Also wenn Sie sich an Einheit 8 erinnern, da haben wir die F-Statistik eingeführt für eine bestimmte Partitionierung des Modells. Und das war dann so eine Art Modellvergleich zwischen dem vollständigen Modell und dem reduzierten Modell, was bestimmte Parameter aus dem vollständigen Modell nicht enthielt. Und daraus leitet sich dann eine bestimmte Null-Hypothese ab, die diese F-Statistik testen kann. Gut, was jetzt die zweifaktorielle Varianzanalyse betrifft, müssen wir hier 3 F-Statistiken betrachten, nämlich einmal die F-Statistiken für die beiden Haupteffekte A und B und die F-Statistik für die Interaktion. Und wir werden das jeweils vor dem Hintergrund der Modelle tun, die wir hier eingeführt haben, also additive Varianzanalyse und Varianzanalyse mit Interaktion. Jeweils in dieser Referenzgruppenformulierung und nicht als Erwartungswertparameterdarstellung. Okay, das ist hier unsere Gliederung für die Modellevaluation. Wir werden also für beides, die Haupteffekte und die Interaktion,
zunächst die statistischen Modelle beschreiben, die da verglichen werden, dann den Test formal einführen und die Testhypothesen benennen und dann Testumfangkontrolle betreiben und den P-Wert bestimmen. Gut, wie sieht das jetzt also aus für die Haupteffekte? Wir gehen hier aus von der Designmatrixform des additiven Modells der zweifaktoriellen Varianzanalyse und in diesem Modell bezeichnen wir jetzt die Spalten hier wie folgt. Die erste Spalte ist x-0, die zweite Spalte ist x-alpha 2 und die dritte Spalte ist x-beta 2. Ich markiere Ihnen das hier nochmal an der Tafel. Das hier ist x-0, das ist x-alpha 2, das ist x-beta 2. Gut. Das ist also nur eine Art und Weise, die wir jetzt brauchen, um die Spalten einzeln bezeichnen zu können. Und nicht nur die ganze Designmatrix. So. Dann gilt, dass wir eine Teststatistik für den Haupteffekt von Faktor A erhalten, als F-Statistik unter der folgenden Modellpartitionierung, Gleichung 37. Wir haben einmal das vollständige Modell mit den drei Regressoren, x-0, x-beta 2, x-alpha 2, und wir haben ein reduziertes Modell, in dem nur die ersten beiden Spalten des vollständigen Modells vorkommen, also nicht x-alpha 2. Diese Teststatistik bezeichnen wir als FA. So. Kurzer Hinweis an der Stelle noch. Ich habe hier die Reihenfolge von Alpha 2 und Beta 2 verändert. Das hat den Hintergrund, dass wir in Highlight 8 die F-Statistiken für Modellpartitionierungen eingeführt haben. Und wir haben Modellpartitionierungen so betrachtet, dass wir jeweils ein vollständiges Modell haben und ein reduziertes Modell, was aus den ersten P0-Regressoren des vollständigen Modells besteht. Da wir jetzt hier den Effekt von x-alpha 2 auf die Daten testen wollen, bewegen wir x-alpha 2 nach hinten und behalten x-beta 2 an zweiter Stelle. Ja? Reihenfolge der Regressoren im allgemeinen linearen Modell hat keinen Einfluss auf den Modellschätzer. Entschuldigung, auf die Parameterschätzer. So, und weil wir jetzt hier sozusagen die Nullhypothese testen wollen, dass x-alpha 2 ist, haben wir x-beta 2 nach vorne bewegt. Analog würden wir eine Teststatistik für den Haupteffekt von B erhalten, als F-Statistik unter dieser Partitionierung hier, Gleichung 38. Das heißt, wir haben das gleiche vollständige Modell und im reduzierten Modell würde dann x-beta 2 fehlen. In Analogie zu der Nullhypothese, dass beta 2 also 0 ist, wenn wir den Haupteffekt von Faktor B testen wollen. Gut. Darauf aufbauend können wir dann den statistischen Test definieren. Also, der F-Test für den Haupteffekt von Faktor A heißt Phi A von Y. Von Y heißt, der ist von den Daten abhängig, ergibt sich aus den Daten, die wir erheben. Und dieser Test soll den Wert 1 annehmen, wenn die Teststatistik FA größer als ein kritischer Wert K ist. Die dazu gehörende Nullhypothese ist die, dass Alpha 2 gleich 0 ist. Dass also der Regressor, der den Effekt von Faktor A modelliert, keinen Einfluss auf die Daten hat. So. Der F-Test für den Haupteffekt von Faktor B wäre dementsprechend Phi B von Y, der soll den R-Wert 1 annehmen, wenn die Teststatistik FB größer als der kritische Wert ist. Und in diesem Test lautet die Nullhypothese, dass Beta 0 gleich 2 ist, dass also der Regressor x Beta 2 keinen Einfluss auf die Daten hat. Ja? Veranschaulichen Sie das sich immer, indem Sie an die Designmatrix denken und dann sich überlegen, welche Komponenten des Beta-Parameters gehören zu welchen Spalten in der Designmatrix. Gut. Jetzt zur Testumfangkontrolle. Nochmal zur Erinnerung, Testumfangkontrolle bedeutet, dass wir den kritischen Wert des Tests K so bestimmen, dass unser statistischer Test eine bestimmte Falsch-Positiv-Rate einhält. Das heißt also, dass wir die Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese abzulehnen, obwohl sie wahr ist, unter einem für uns akzeptablen Niveau halten. In der Regel Alpha 0 gleich 0,05. Okay,
der kritische Wert für den, also die kritischen Werte für die Tests auf Haupteffekte würden sich so ergeben, K-Alpha 0a und K-Alpha 0b sind gegeben als Phi invers von 1 minus Alpha, wobei Phi die kumulative Verteilungsfunktion der F-Verteilung mit den Freiheitsgradparametern 1 und n minus 3 ist. Entsprechend könnte man natürlich auch den P-Wert berechnen, wenn man jetzt nicht nur schauen will, ob die F-Statistik den kritischen Wert überschreitet, sondern wenn man auch den P-Wert berechnen will, der wäre dann gegeben als 1 minus Phi von klein fa bzw. klein fb, wobei klein fa und klein fb die Realisierungen der Teststatistiken fa und fb sind. So, wer kann mir erklären, wie hier die Zahlen 1 und n-3 ins Spiel kommen? Das sind die Freiheitsgradparameter. Und warum sind die hier 1 und n-3? Weil wir drei Einträge in der x-Spalten haben. Richtig. Das ist die Erklärung für n-3. Das ergibt sich nämlich aus n-p. Und die 1? Ich schreibe mir meinen Tipp hier weiter. P0 plus P1 gleich P. Was bedeutet das? Ja. Der Sprung vom reduzierten zum vollständigen Modell. Richtig. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also wir haben P0 Regressoren im reduzierten Modell und P1 ist die Anzahl der zusätzlichen Regressoren im vollständigen Modell. Die ist hier 1, weil die Anzahl der zusätzlichen Regressoren ist entweder x Alpha 2 oder x Beta 2. Und dieses P1 steht dann in der F-Statistik als Zählerfreiheitsgrad. Und so kommt es also hier dazu, dass das in die kumulative Verteilungsfunktion der F-Verteilung reinrutscht. Gut, diese Modellevaluation der Haupteffekte führen wir jetzt einmal durch anhand des Beispieldatensatzes. Wir legen hier die Designmatrix an, auf dieselbe Weise, wie wir es vorher schon gesehen haben. Dann legen wir hier die Variable xh an, die also zwei Modellvarianten enthält. Die zweite Modellvariante ist x und die erste Modellvariante ist auch x, aber mit vertauschter Reihenfolge der Regressoren. Ja? Also was hier steht als x132 ist nichts anderes als die Umorganisierung der Spalten der Designmatrix, wie wir sie auch bei dem F-Test für den Haupteffekt von A gesehen haben. Und genau, dann gibt es hier eine Schleife von i gleich 1 bis 2, das bezieht sich also auf diese beiden Modellvarianten. Und in jedem Modell wird dann das reduzierte Modell, was nur aus den ersten beiden Regressoren besteht, gegen das vollständige Modell mit allen drei Regressoren getestet. Parameterschätzer werden bestimmt für das vollständige und das reduzierte Modell. Daraus ergibt sich dann über viele Umwege die F-Statistik, deren Formel hier nochmal an der Tafel steht. Und wenn diese F-Statistik den kritischen Wert überschreitet, dann lehnen wir die Nullhypothese ab. Ansonsten lehnen wir die Nullhypothese nicht ab. Gut. Als Ergebnisse haben wir jetzt hier unten diese kleine schöne Tabelle, in der also jeder Faktor eine Zeile hat.
und wir zu jedem Faktor den Wert der F-Statistik und den P-Wert haben. Für den Faktor Therapie-Setting ist der F-Wert sehr klein, für den Faktor Therapie-Variante ist er sehr groß. Und mit den Freiheitsgradparametern hat das dann hier zur Folge, dass der P-Wert für Setting 0,68 ist und der P-Wert für Variante 7,5 × 10⁻⁷. Genau. Und dieselben Analysen kann man natürlich auch mit den in R eingebauten Funktionen durchführen, wenn man das ein bisschen aus seiner Kontrolle geben will, was da eigentlich passiert. Dann muss man nur schauen, dass man hier die Modellgleichung korrekt bestimmt. D BDI tilde Setting plus Variant bedeutet also, dass wir additive Effekte der Faktoren Setting und Variante oder Therapieform berücksichtigen. Und dann erhalten wir dieselben P-Werte, nämlich 0,68 und 7,5 × 10⁻⁷. Das kann man entweder machen mit der AOV, also Analysis of Variance Funktion, oder mit einer Kombination der Funktion LM für Linear Model und ANOVA. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum Interaktionseffekt. Und im Interaktionseffekt bezeichnen wir jetzt das vollständige Modell. Und wir geben wieder den Regressoren hier diesen Namen. Also ich schreibe das hier an der Tafel mal an. Wir haben hier X0, das ist X-Alpha 2, X-Beta 2 und der hier heißt dann X-Gamma 2, 2. Gut. Und die Teststatistik für die Interaktion von Faktor A und Faktor B wird als FA Kreuz B bezeichnet und die wird berechnet als die F-Statistik unter der Modellpartitionierung des vollständigen Modells mit allen vier Regressoren gegen ein reduziertes Modell, was den Regressor für den Interaktionseffekt nicht beinhaltet. Das ist ja genau die Hypothese, die wir hier testen wollen. Liegt eine Interaktion in den Daten vor und wenn also Gamma 2,2 0 ist oder alternativ dieser Regressor hier fehlt in der Designmatrix, dann haben wir keinen Interaktionseffekt und dann wäre das reduzierte Modell wahr. Das heißt also P0 wäre in diesem Fall 3 und P1 wieder 1, weil P1 gleich P minus P0 ist und das ist hier 4 minus 3, also gleich 1. Okay, der statistische Test für den Interaktionseffekt heißt dann Phi A Kreuz B. Der wird 1, wenn F A Kreuz B größer gleich K ist. Und die damit korrespondierende Nullhypothese lautet, dass Gamma 2,2 gleich 0 ist. Das ist der F-Test für die Interaktion von A und B. Testumfangkontrolle, wir berechnen den kritischen Wert. K Alpha 0 A Kreuz B als Phi invers von 1 minus Alpha, 0. Und Achtung, hier, jetzt haben wir die Freiheitsgradparameter 1 und n minus 4. Ja, wir kennen jetzt die Erklärung dafür. 1 ist nach wie vor P1, Anzahl oder Unterschied in der Anzahl der Regressoren zwischen vollständigem und reduzierten Modell. Und n minus 4 haben wir jetzt, weil wir eben hier 4 Regressoren im vollständigen Modell haben. Das ist immer n minus p. Das heißt, man muss sich nur fragen, was ist eigentlich n minus p? Und im Zwei-Stichproben-T-Test ist es halt n minus 2. In der einfaktoriellen Varianzanalyse ist es halt n minus Anzahl der Gruppen. Und in den Varianzanalysen, die wir jetzt hier betrachtet haben, ist es n minus 3 und n minus 4. Okay, der p-Wert ergibt sich dann als 1 minus phi von fa kreuz b. Kann man auch berechnen, wenn man will. Hier haben wir den R-Code für die Modellevaluation der Interaktion. Hier haben wir jetzt keine Schleife, weil wir natürlich nur einen Interaktionseffekt haben. Und wir haben einmal das vollständige Modell X und wir haben das reduzierte Modell X0, wobei wir hier also den vierten Regressor aus der Designmatrix des vollständigen Modells eliminiert haben. Das ist also die Bedeutung dieses Befehls x, Klammer auf, minus 4. Okay, wir berechnen Parameterschätzer, berechnen Residuenvektoren, berechnen residuelle Quadratsummen, berechnen F-Statistik und dann schauen wir uns hier das Ergebnis des Hypothesentests an und den P-Wert.
der F-Wert für die Interaktion, die wird hier so geschrieben, Setting X Variant ist 1,01, das ist ein sehr kleiner F-Wert und der daraus sich ergebende Pairwert ist 0,32. Das heißt, wir haben hier keine statistisch signifikante Interaktion von Therapie-Setting und Therapieform. Wenn wir diese Analyse mit den R-Funktionen AOV oder LM durchführen, dann müssen wir darauf achten, dass wir hier unsere Modellgleichung angeben. Ja, Sie sehen, hier steht jetzt Setting plus Variant plus Setting Doppelpunkt Variant. Setting Doppelpunkt Variant ist also eine Schreibung für, ich glaube, das Ganze nennt sich irgendwie Wilkinson Notation oder so, mit dieser Tilde und dem Plus und dem Doppelpunkt. Und Setting Doppelpunkt Variant sagt also der R-Funktion, berücksichtige die Interaktion. Man kann das, soweit ich weiß, auch anders schreiben, nämlich wenn man Setting Stern Variant schreibt. Und Setting Stern Variant wäre dasselbe wie Setting plus Variant plus Setting Doppelpunkt Variant. Das heißt, Setting Stern Variant würde der R-Funktion sagen, berücksichtige alle additiven und alle Interaktionseffekte der hier von mir benannten Faktoren, nämlich Setting und Variante. Gut, der Punkt ist, wir kommen auf denselben P-Wert. Die Interaktion Setting Variant hat hier einen P-Wert von 0,32. So, dann wollen wir noch mal kurz über P-Werte reden. Also wir hatten ja letzte Woche diese Diskussion, sind P-Werte in Ordnung oder sollte man P-Werte wirklich benutzen? Und die Antwort ist ja, P-Werte sind natürlich in Ordnung. Also an P-Werten ist erstmal per se nichts auszusetzen. Frequentistische Inferenz ist eine gut fundierte und durchgängig bewiesene mathematische Theorie und in dem Sinne sind P-Werte also nicht irgendwie falsch oder so. Der Knackpunkt liegt natürlich immer in der Anwendung und wie man P-Werte benutzt. Und da habe ich Ihnen jetzt hier mal einen kleinen Comic mitgebracht, den Sie aber vielleicht auch schon kennen, also von XKCD. Und hier sind also zwei Personen zu sehen und die eine Person sagt, Jelly Beans verursachen Akne. Jelly Beans sind, glaube ich, diese Dragee-artigen Gummisüßigkeiten, die in den USA sehr beliebt sind. Und er ist nicht ganz überzeugt und sagt deshalb, Wissenschaftler, erforscht das bitte. Die Wissenschaftler weigern sich erst ein bisschen, weil sie Minecraft spielen wollen, aber machen es dann doch und kommen also zu dem Ergebnis, we found no link between Jelly Beans and Akne. P größer 0,05. Kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Konsum von Jelly Beans und dem Auftreten von Akne. Gut. Damit wäre das ja erledigt, aber sie ist nicht ganz überzeugt und sagt, es könnte ja sein, dass es nur eine bestimmte Farbe Jelly Beans sind, die Akne hervorrufen. Wissenschaftler, erforscht das bitte. So, jetzt haben wir das zweite Bild und hier haben wir jetzt also 20 Comic-Panels. Und in jedem dieser Comic-Panels sagen die Wissenschaftler, we found no link between purple jelly beans and acne. Purple, brown, pink, blue, teal, some, red, turquoise und so weiter und so fort. So. Außer in einem Panel, das ist hier das vierte Panel in der dritten Zeile, da sagen sie, we found a link between green jelly beans and acne. P kleiner 0,05. Statistisch signifikanter Effekt. Wow, erstaunlich. So, was machen die Medien draus? Die Zeitung schreibt, Green Jelly Beans link to Akne. 95% Konfidenz, only 5% Chance of Coincidence. Und das ist natürlich auch wieder so eine problematische Formulierung hier. Ja? Was soll das überhaupt bedeuten? 5% Chance of Coincidence. Also, der P-Wert ist ja nicht die Wahrscheinlichkeit, dass unser Ergebnis zufällig ist. Also in gewisser Weise schon, aber man muss es halt irgendwie genau ausdrücken. Der P-Wert ist die Wahrscheinlichkeit, die von uns beobachteten Daten zu beobachten,
in dem Szenario, dass die Nullhypothese wahr ist. Es also keinen Effekt des betrachteten Parameters gibt. Gut. Also dieser Comic veranschaulicht jetzt hier zwei Probleme mit P-Werten. Das eine ist die Dichotomisierung. Ja? Wir behandeln P-Werte so, dass wir sagen, wenn es kleiner 0,05 ist, dann ist es wissenschaftlich bewiesen. Und wenn es größer 0,05 ist, dann ist es wissenschaftlich widerlegt und auch nicht weiter der Nachverfolgung würdig. Und diese Dichotomisierung ist natürlich falsch, weil die Natur macht keine Sprünge und in der Testgütefunktion kommen auch keine Sprünge vor. Und 0,05 ist ein willkürlich gewähltes Threshold. Das ist ein Wert, den wir zur Kontrolle von Fehlerraten verwenden. Und das zweite Problem ist hier dieses multiple Testen. Ja? Also wenn Sie 20 statistische Tests mit einem Signifikanzlevel von 1/20 durchführen, dann werden Sie, selbst wenn Sie komplett randomisierte Nulldaten haben, im Mittel ein statistisch signifikantes Ergebnis erzielen. Können Sie ja mal ausprobieren, zu Hause, indem Sie eine Simulation in R schreiben. Ohne Effekt von, sagen wir mal, Beta 1 in einer einfachen linearen Regression. Dann testen Sie für Beta 1 und Sie werden in einem von 20 Fällen ein signifikantes Ergebnis erhalten. Schlicht und einfach, weil wir Typ 1 Fehler nicht eliminieren können. Wir können Typ 1 Fehler nur kontrollieren. Und wir versuchen halt, die Typ 1 Fehlerrate unter 5% zu halten. Gut, das heißt also, wenn Sie P-Werte berechnen, statistische Tests durchführen und P-Werte berechnen, dann sollten Sie alle P-Werte, die Sie berechnet haben, auch berichten. Ansonsten erzeugen Sie beim Leser ja den falschen Eindruck, Sie hätten eine Hypothese zielgerichtet getestet und da ein signifikantes Ergebnis erhalten. Wenn der Leser oder die Leserin dann sieht, aha, der hat hier 20 Hypothesentests durchgeführt und ein signifikantes Ergebnis erhalten, dann wirkt das schon mal wesentlich weniger beeindruckend und führt auch nicht mehr zu solchen Schlagzeilen. Also es führt trotzdem immer noch zu diesen Schlagzeilen, weil die Leute, die Wissenschaftsjournalisten in den Zeitungen ja nicht ordentlich ausgebildet sind, aber also für Sie als Wissenschaftler ist es halt wichtig, dass Sie alles, was Sie an statistischen Analysen durchführen, auch berichten, damit man das besser einordnen kann. Gut, gibt es Fragen zu dieser letzten Thematik oder generell zur Varianzanalyse? Ja. Nicht dazu, sondern zu den Kindern. Das kann man ja eigentlich mit allen Werten, also auch zur F-Statistik sagen, oder nicht? Sie meinen, dass... Also, dass da irgendwas genommen wird und dann... Ja, ja, ja. Also, das heißt, also, es ist richtig, das Problem des multiplen Testens betrifft jegliche Statistiken, die man berechnet, ja? Egal, ob man jetzt P-Werte oder F-Statistiken oder Base-Faktoren oder Cross-Validated Decoding Accuracy betrachtet in einem Machine Learning Modell beispielsweise. Deshalb ist auch vielleicht die Bezeichnung P-Hacking ein bisschen ungünstig. Also Sie wissen ja, dass sowas hier, multiples Testen oder immer wieder die Daten anders vorzuverarbeiten, bevor man den Test durchführt, als P-Hacking bezeichnet wird, und das bezieht sich eben darauf, dass man so lange hackt, bis man den P-Wert unter 0,05 gebracht wird. Aber natürlich ist das für Base-Faktoren oder Cross-Validated Accuracy genauso möglich. Deshalb ist das nicht nur ein Problem der frequentistischen Inferenz, sondern es ist ein Problem der statistischen Analyse im Allgemeinen. Ja. Gut. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann wünsche ich Ihnen ab nächster Woche viel Spaß mit Belinda. Und sollten noch Fragen sein, können Sie mich aber gerne kontaktieren. Also die Klausurfragen werde ich mir ausdenken. Und falls Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich bitte einfach. Okay, gut, danke schön.